Hallo und willkommen zu Star Ocean 5 Integrity and Faithlessness. Und wir waren dabei, nachdem wir das Kind da gerettet haben, dem Bürgermeister des Dorfes zu sagen, dass keine Truppen kommen und wir ein bisschen im Arsch sind in Stahl. Und deswegen müssen wir jetzt dahin gehen zum Bürgermeister und mal sagen so, hey Junge, wir haben ein Problem, wir kriegen keine Reinforcements, also Verstärkung, und wir müssen irgendwie selber damit zurechtkommen. Also machen wir das mal. Meus Mans. Victor, da ist er. Also hat er doch uns geholfen. Wir brauchen deine Hilfe. Danke, dass du gekommen bist, Victor. 先ほど説明した通り、エイタロンの本拠地を我々で叩く。 Sie greifen das Versteck an, direkt. Schaffen wir das wirklich? Wir haben keine andere Möglichkeit, als euch zu vertrauen. Ich will auch mit in diese Operation. Bist du dir sicher? Ich wollte dich sowieso fragen. Ich schätze deine Hilfe. Wir starten sofort. Wir treffen uns vor den Toren. Und dann treffen wir uns vor den Toren. Gleich, wahrscheinlich. Ah, nun. Nun denn. Weiter. Das ganze Formelle hier, wird man selber irgendwie formell, ne? Nun denn, na gut. Hallo Mickey. Warum darf ich nicht mit? Weil es gefährlich ist. Aber wir haben noch zusammen gekämpft. Das ist eine ganz andere Sache. Ich übernehme die Verantwortung für sie. Fidli! Dann liegt es ganz an dir, für sie zu sorgen. Das passt für mich. Dann lass uns aufbrechen. Schubatsu da. Schubatsu. Aufbruch. Also nicht Aufbruch, sondern hier Departure. Departure, was ist ein Departure auf Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Einfach aufbrechen, ne? Also halt losgehen. Reserve Rushes. Reserve Rushes are powerful tandem attacks that can be activated by expanding the reserve gauge. The type of attack performed will differ by character and its effects and Egal. Will change depending on how much of the gauge you expand. Wollten die Efficiency schreiben oder ist dieses, gibt es dieses Wort? Efficiency. Wie spricht man das aus? Efficacy. Jetzt wissen wir es, Efficacy. Cool, Wirksamkeit. Dann, je nachdem, wie die Leiste ist halt, ob es höher ist oder weniger hoch, ist halt die Effizienz davon stärker oder weniger stark. To activate a reserve rush, press R2 and X simultaneously as long as the reserve gauge has a stock of at least one. Reserve rushes are strong enough to tip the scales of power in your favor, no matter how dire your straits, so make sure to use them at the times when they can give you the greatest advantage. Also die können den Kampf nochmal ein bisschen ändern. Und wir kriegen Vorteile dadurch. Press L2 while holding R2 to select how many gauges you wish to expand. Press D-Pad while holding R2 to choose which character will activate the rush. Also wir können dann auswählen, welcher Charakter diesen Rush, diesen Burst oder was auch immer aktiviert.
aktivieren soll und wie viele wir benutzen wollen oder wie wir das erhöhen wollen. Okay, danke schön. You fill the reserve gauge by performing such actions as attacking enemies, interrupting enemies' attacks and counterattacking, in other words, winning the rock, paper, scissors, paddle. Also wir kriegen halt so die Leiste erfüllt sich, wenn wir halt rock, paper, scissors, also Steinschere, Papierdinger hier gut machen, also wenn wir kontern und alles mögliche. In contrast, having your attacks interrupted become incapacitated and other such negative actions cause the gauge to deplete. Also wenn wir jetzt irgendwie es schlecht machen, eine Attacke bekommen, dann geht es runter. Filling the reserve gauge also allows you to receive bonuses at the end of battle. Depending on the colors of the reserve gauge, the bonuses you receive will be different. Red grants an XP bonus, blue grants a fall bonus, green grants an SP bonus. Also je nachdem, wie wir uns im Kampf verhalten, kriegen wir Bonusse. Entweder Erfahrung oder Geld oder SP, Skillpunkte oder halt diese Mana-Punkte oder so. Oder Skillpunkte. Es sind Skillpunkte. Das haben wir schon gehabt. Jo, Daka Food Pad. Anweisungen. Infiltration Spezialist. Signatisch. Die Hanna. Fidel Camus des. Wiki Sobesta des. Otagai Udeno Tatsumono Dosta. Umaku Renke Stikle. Wir sind alle kompetent, also werden wir es schon hinkriegen. Okay, cool. Wir sind alle kompetent. Ich denke nicht, dass wir kompetent sind. Speichern. Ich sollte zwei Speicherstände oder drei Speicherstände anlegen, weil einen Speicherstand anzulegen ist gefährlich. Ich habe erst vor kurzem wieder so ein Video von Skyrim gesehen, da hat einer nur einen Speicherstand hingemacht und dann hat er voll auf die Nuss bekommen, weil irgendwie ein Bug ist und dann wurde immer, wenn er geladen hat, hat er voll auf die Lust bekommen von irgendeinem Drachen oder Golem oder was auch immer. Und das war nicht gut. Und damit steckte er einfach in dem Spiel fest und konnte nichts mehr machen und konnte gleich wieder neu anfangen. Ist mir auch passiert mit einem Drachenkampf. Das war richtig doof. Lasst uns... Beeilen wir uns, hat er glaube ich gesagt. Wohin müssen wir überhaupt? Ich habe das schon mal gespielt. Auf der japanischen Version. Den Treffpunkt haben wir. Also, ein paar Leute haben nach dem Versteck gesucht. Hast du das Versteck gefunden? Kenshi 1名, Jutsu 1名 が加わる。覚えておいてくれ。案内してくれ。了解。Führe uns zu dem Versteck bitte. Und der, jetzt habe ich jetzt nicht mehr gelesen, wie der heißt. Aber er führt uns auf jeden Fall zum Versteck. Ist ja auch ziemlich offensichtlich. Eine Truhe. Energy Bracelet. Ein Energie-Dinges. Zubayak, Shizukaida. Hi. Seid sowohl schnell als auch leise. Der Victor gesagt. Dann sind wir mal schnell und leise und hauen alle zusammen. Aloha. Oh nein, nicht diese Drachen, die haben... Achso, weil wir sind zu dritt, also oder zu viert oder zu fünf oder zu sechs oder keine Ahnung wie viel. Deswegen sind die Drachen dann doch nicht so schlimm. Ah, scheiße. Ah, jetzt geht's wieder runter. Ups, ich hab Dreieck gedrückt. Autsch. Und weg damit. Ah,
Wie kann man nochmal blocken? Ich glaube, mit schwachen Attacken kann man blocken. So war das. Bei starken Attacken kann man den Block aufheben, aber wir haben ja auch nur Skills. Hier. Wir können auch einen Battle Skill hier auch benutzen. Wir haben ja nicht einen Kampfcenter, also wie zum Beispiel heilen. Aber wir haben an sich nur eine Attacke. Bis jetzt. Wir müssen noch andere Attacken irgendwie lernen. Oh, da haben wir eine Casterin, die können wir gleich mal kaputt hauen. Sonst könnte sie ja heilen und das wollen wir ja nicht. So, Heilerin kaputt. Bei uns ist auf jeden Fall ganz schön der rote Balken hoch. Aber grün haben wir noch gar nicht. Das ist glaube ich gar nicht. Wir müssen mal schauen, dass ich mal auch mehr verteidige, dass der Balken auch hochgeht. So, 警報は出されていません。この先が敵のアジトか。はい、よし、進む。 Und das Versteck. Oder so. 逃げられた後だったっす。さすがにエイタロンの幹部ともなると、それほど間抜けではないようだ。出入り口は我々が入ってきたところだけです。どこかに脱出口があるかも。盗賊団のアジトならあり得る。 Also sie haben sich irgendwie, sie sind geflüchtet und wir müssen jetzt einen, den Fluchtweg finden. Ist es hier irgendwo? Es muss doch hier sein. Oder ist es von der Karte aus hier? Ja, nein. Nein. Es muss doch hier irgendwo sein. Hier. Hier ist was komisch. Eine Tür. Sie haben Fußspuren hinterlassen oder hat Spuren hinterlassen. Dead Technology. Auf geht's. Hau zu. Au. Ja, genau. Erstmal voll auf die Nuss bekommen. Erstmal den Mage hier. Schauen wir mal die Miki. Ja, das ist doch angenehm. Einfach draufhauen. Und noch mehr. Miki, nicht reinlaufen. Never Strike. Also die ganzen Skills werden auch immer oben da angegeben. Hau mit dem Knüppel drauf, genau. Truff, truff. Ach, Schaden, ouch. Ich finde es schade, dass man nicht direkt jemanden heilen kann. Also dass nicht irgendwie so ein Target kommt oder so, wo man dann auswählen kann. Man muss wirklich immer mit Dreieck denjenigen auswählen mit Signaturgy. Kann ein bisschen nervig werden, wenn man wirklich mit Miki spielen will und eigentlich auch ein bisschen heilen will. Das, falls ihr eine andere, was ihr irgendwie seht, wie man es anders machen kann, dann appreciate ich das sehr. Ansonsten heilen wir mal unseren Freund, den Fideli. Machen wir mal hier Feuerball durch. Unser Tank braucht ein bisschen Heal. Das kriegt er auch natürlich. Dann spüren wir mal den Tank. Was macht der denn? Der hat denn jemand ein Schild? Ist das wirklich ein Tank? Also es steht als Rolle bei ihm da, dass er Tank ist. Aber er macht relativ gut Schaden. Dafür, dass er Tank ist. Level up. Und da ist unser Boss. Höchstwahrscheinlich. Also ist der Boss. Ist natürlich der Boss. Schaut euch das an. Wasserfall hier, bla bla blub und alles.
こい連中ですね。放置しておくと後々面倒になりそうです。 Also es nennt uns Hunde, Köter. Wir bellen zu viel für ihn. Ach so, Hölle, was ist denn das? Schon wieder so eine technologische Waffe. Are you kidding? Ah, ja genau. Ja, mit dem Heiler da irgendwie mitten rein. Also ich kann gleich mal irgendwie versuchen zu heilen oder so. Autsch. Ich switch auf Fidel. Da soll die Miki mal heilen. Wir haben ja noch andere Leute da. Wir können diesen Skill benutzen. Wir haben eine Aufladung. Das mache ich gleich bei dem Bossgegner. Irgendwas mit R2, soweit ich noch weiß. Aber erstmal die Trash-Mobs hier wegmachen. Ist da noch einer? Nein. So, und jetzt hat... Komm. Warum geht's nicht? Ah, jetzt hat... Ja, das sieht doch gut aus. Hat Flügel. Und tötet alles. Naja, nicht wirklich, aber... Das hat viel Schaden gemacht. Autsch. Wir haben, glaube ich, irgendwie seinen... nächsten Stage getriggert. Nächste Ebene. Nächstes Level. Und jetzt haut er uns die ganze Zeit um. Und, wenn man jetzt verteidigt, dann auf einmal greift er nicht an. Autsch. Und immer wenn man verteidigt, dann greift er natürlich nicht an. Gott. Ja, Guardbreak. Los, hau ihn um, Miki, mit deinem Firebolt. Und jetzt ist er gleich da. Das kann nicht sein. Wie kann ich nur verlieren? Adios, amigo. Sehr praktisch, dass da ein Wasserfall ist. Jo. Ich denke, wir können seinen Körper nicht wieder zurückholen. Wir haben unsere Mission erfüllt. Seid nicht so gierig. Dankeschön für die Hilfe. Lasst uns nach Hause gehen. Ich denke, die Leute warten schon auf unsere frohe Botschaft. Warum lauft ihr alle so langsam? Ich laufe mit langsam. Ich laufe mal langsam. Ja. Episch. Achso, wir können jetzt normal laufen, ne? So. Dann bedanke ich mich für die Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Like geben oder auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Ihr könnt abonnieren oben, da der Knopf. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt wie immer irgendwie Kommentare schreiben, wenn euch was aufgefallen ist oder wenn ihr irgendwie Tipps habt oder auch was ihr einfach sagen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Servus, tschüss und...